Tag auch und willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mich heute für die oben ohne Variante entschieden, einfach weil es bequemer ist und ich bin sowieso zu Hause. Und ja, das mit dem Licht habe ich jetzt gerade nicht anders hinbekommen. Da steht ein Gerüst vor meinem Fenster und das macht es echt dunkel hier drin. Und ich habe jetzt da eine Lampe und da hinten ist Licht und ich habe jetzt versucht, das Beste draus zu machen. Starten wir mit dem Video. Die Tüte ist nicht ganz so voll wie sonst, aber ich schminke mich ja auch nicht ganz so häufig. Wenn ich zum Beispiel so einen Tag habe, an dem es mir jetzt nicht ganz so gut geht und ich sowieso nicht rausgehe, dann brauche ich mich ja nicht schminken. Die Tüte ist ungefähr halb voll, würde ich sagen. Und wir fangen mal direkt an mit dem Nagellackentferner von Evelyn. Ich habe den schon tausendmal gezeigt, brauche dafür also nicht so viel zu sagen. Dazu nicht so viel zu sagen, wollte ich sagen. Ich finde ihn gut und ich kaufe den immer wieder. Der ist günstig, der funktioniert super. Ich habe übrigens heute das Shirt an, was meine Freundin mir aus Amerika zugeschickt hat. Das Victoria's Secret Shirt. Dann hatte ich mir gekauft von Alcina. Das hatte ich bei DM gekauft. Ich glaube für 9,95 €. Den Skin Manager mit AHA-Effekt. Ich lese mal ganz kurz erstmal vor, was darauf steht. Ich bin ja nicht so der Gesichtspflege-Junkie. Ich kriege gerne mit was Gutes, aber ich habe mich da jetzt noch nicht so wahnsinnig mit beschäftigt. Ich habe nur gehört, das soll gut sein. Hier steht drauf, der Skin Manager bietet eine effektiv wirksame Formulierung mit Fruchtsäure. Der soll das Hautbild verbessern. Ich habe das jetzt nicht so extrem festgestellt. Ich fand nicht, dass meine Haut anders aussah als sonst. Ich benutze auch, es ist jetzt nicht so, als hätte ich das gestern das letzte Mal benutzt. Es ist schon ein bisschen angestaubt, also es ist schon eine Weile leer. Dann hat er hier halt diesen Pumpmechanismus, wo man das Wattepad drauflegt und runterdrückt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das müssen die nochmal überarbeiten, finde ich, weil zum einen hatte ich, das Wattepad war dann, wenn ich einmal gedrückt habe, war es okay. Beim zweiten Mal war es dann schon so, dass ich es am Finger gemerkt habe und es war wirklich sehr konzentriert am Wattepad. Und wenn ich das dann zumachen wollte, so die ersten paar Male, will man das ja dann wieder richtig verschließen, dann drückst du das Ding automatisch wieder runter und dann kam wieder was rausgespritzt. Also musste ich mir dann angewöhnen, das immer so zuzumachen, dass ich das festhalte und dann zumache. Ich habe es nicht nachgekauft. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht nachkaufen. Ich bin noch nicht sicher, aber falls ihr das auch ausprobiert habt, schreibt mir mal eure Meinung dazu. Ich bin da echt noch unsicher. Ebenfalls Gesichtswasser hatte ich mir gekauft von Neutrogena. Das Hydro Boost Mizellenwasser. Denn ich bin immer so, ich habe eins für morgens und eins für abends. Und ich habe das immer abends benutzt. Und ich wollte halt für morgens dann nochmal was anderes haben. Und dann hatte ich mir halt das zwischendurch mal geholt und das für morgens auch im Kühlschrank aufbewahrt. Ich bewahre mein Gesichtswasser für morgens immer im Kühlschrank auf, damit man so nochmal diesen Frische-Effekt hat. Und ich denke, dass ich es eventuell nachkaufen werde. Ich bin noch nicht 100% sicher, aber ich brauche noch eins. Das ist auch mit Hyaluronsäure. Ich meine, das hat 4,95 € gekostet. Das finde ich jetzt nicht so teuer. Und ich habe, ich glaube, bei Innen und Außen auf dem Blog gelesen, dass diese Hydro Boost Reihe eigentlich ganz gut sein soll, auch von den Inhaltsstoffen und so. Ich muss mal gucken. Das Ding ist halt, ich habe jetzt von The Ordinary dieses Gesichtswasser für abends und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich das jeden Abend benutze. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich eher nicht so gut ist. Deswegen hätte ich da ganz gerne nochmal eins, was ich so zwischendurch mache. Also vielleicht 2 Tage das Normale und dann The Ordinary, dann wieder 2 Tage das Normale oder so. Damit ich da irgendwie nicht... Ich will meine Haut ja nicht schädigen, ne? Apropos The Ordinary. Und das habe ich leer gemacht. Das ist das Hyaluronic Acid 2% plus B5. Hyaluronsäure soll die Haut ja durchfeuchten. Und dann, so wie ich das verstanden habe, in dem Video hierzu von Gothamista, meine ich, wenn ich das richtig so behalten habe, ist das... Macht das Zeug quasi, das nimmt die Feuchtigkeit aus der Umgebung und führt das der Haut zu. Wenn ihr jetzt in einer trockenen Umgebung seid, wo die Luft wirklich sehr, sehr trocken ist, dann wäre da nicht genug Feuchtigkeit in der Luft vorhanden. Dann würde es die Feuchtigkeit aus dem Körper nehmen. Das ist ja nicht so gut. Aber ich höre in letzter Zeit sehr, sehr gute Sachen über Hyaluron.
Und ich habe ja bei Shoppinator die Sachen von M. Asam gewonnen und da sind auch zwei so Serien dabei. Deswegen werde ich das jetzt erstmal nicht nachkaufen, weil ich das andere jetzt erstmal benutze von M. Asam. Aber ich werde das im Hinterkopf behalten. Das ist ja auch nicht toll. Duschtechnisch habe ich davon wieder eins leer gemacht. Ich liebe das und bin so traurig, dass es das nicht mehr gibt. Es gibt jetzt irgendwas Neues von Palmolive, habe ich gesehen. Jetzt seht ihr noch schon. Das muss ich mal schnuppern gehen, aber der Duft ist so ein Traum. Und man bekommt es leider nicht mehr. Die haben das aus dem Sortiment genommen. Leider. Ich hatte mir noch ein paar irgendwo online mal bestellt, aber das ist mir dann auch irgendwie zu blöd. Und dann war in meinem Rituals Adventskalender einmal dieser kleine Duschschaum. The Ritual of Anahata. Rosewood and Pine. Wer mir länger folgt, der weiß, dass ich nicht so der Mega-Fan bin von diesen Duschschäumen. Sagt man das so? Ich glaube schon, ne? Also ich habe immer das Gefühl, du machst dir was auf die Hand und sobald da irgendwie Wasser dran kommt, verschwindet das einfach. Den Duft fand ich jetzt auch nicht so geil, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich werde es nicht nachkaufen, auf keinen Fall. Ich verschenke die dann meistens. Also ich habe noch eins hier, das Rituals of Hammam. Ich glaube, ich habe das einmal benutzt, aber ich mag den Duft von Ritual of Hammam überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meins. Um dieses Riesenmonster mal aus meiner Tüte zu kriegen. Das kaufe ich mir ja öfters, habe ich auch schon mal gezeigt, glaube ich, von Febreze. Diese Textilerfrischer einfach fürs Sofa, weil ich ja wirklich extrem viel Zeit auf meinem Sofa verbringe seit Mitte Oktober. Und dann sprühe ich das halt zwischendurch ganz gerne mal da drauf. Da hatte ich jetzt mal gekauft Goldene Orchidee. Und nein, das werde ich nicht nochmal kaufen. Auf keinen Fall. Das riecht wie so ein schweres, süßes Parfum. Das ist nichts für mich. Ich versuche mal. Einfach zu schwer, zu süß, too much, nie wieder. So ein bisschen wie 50-jährige Frau im Bus. Wimpern und Mascara. Ja, bald brauche ich keine Mascara mehr. Ich habe auf jeder Seite gefühlt noch 5 Wimpern. Deswegen klebe ich jetzt immer und hoffe, das wird auch noch gehen, wenn da gar keine mehr sind. Die werde ich jetzt wegwerfen. Die sind, glaube ich, auf. Die Demi Wispies von Ardell. Die fand ich gut. Die fand ich richtig schön. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe die gekürzt, die waren mir zu lang und ich mag das nicht, wenn das da vorne so anfängt zu pieksen und zu stören im Laufe des Tages. Ja, wie gesagt, die mochte ich super gerne. Ich fand auch, dass die Augen schön aussahen. Und dann hatte ich mir gekauft, weil sie mir leider nicht zugeschickt wurde. Ich war so traurig. Die Paradise Ecstatic Mascara von L'Oreal, die neue. Ich verstehe nicht, warum die in einem Karton ist. Ich würde lieber auf den Karton verzichten und dafür vielleicht 50 Cent bis 1 Euro weniger zahlen. Versteht ihr, wie ich meine? Ich brauche keinen Karton für meine Mascara. Man ist schön, aber naja. Auf jeden Fall ist sie für mich auf. Wie gesagt, ich kann sie eh nicht mehr benutzen und bis meine Wimpern wieder da sind, wird sie sowieso schlecht sein. Aber die ist auch schon eine Weile alt. Also wenn ihr, ich glaube, ich habe ein Bild auf Insta gepostet, wann ich die gekauft habe. Es ist schon ein paar Monate her. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was diese Mascara angeht. Das Design finde ich in den Staaten viel, viel schöner, muss ich sagen. Das ist bei uns, finde ich, ich weiß nicht, das sieht nicht so schön aus. Nicht so freundlich und ansprechend für mich wie das Original aus Amerika. Die kostet, glaube ich, 9,95 €. Wenn ich mir sowas kaufe in der Preisklasse, also beim Mascara, dann gucke ich immer, dass es bei Rossmann 20 oder 30% gibt, bis ich mir sowas kaufe. Was ich an der Mascara nicht so toll finde, ist die Größe der Bürste. Die dürfte, finde ich, eine Müh kleiner sein, schmaler. Die Form ist okay, die hat ja nur dieses ganz leichte Sanduhr-Ding. Aber wenn es ein bisschen schmaler wäre, einfach damit die Mädels mit den kürzeren Wimpern damit auch besser klarkommen, fände ich es noch geiler. Außerdem trocknet die relativ schnell aus. Also ihr seht schon, hier ist Rizinusöl drin. Das soll eure Wimpern dazu bewegen, schneller zu wachsen. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ich weiß natürlich nicht, ob da die ausreichende Menge drin ist, um diesen Effekt wirklich zu erzielen. Was mir außerdem aufgefallen ist im Vergleich zur Essence Mascara, ich hatte irgendwann mal gesagt, dass ich, wenn ich aussuchen müsste, Essence oder die Lila, ne, dann würde ich die Essence nehmen.
Die hat allerdings einen entscheidenden Vorteil. Das ist mir, glaube ich, aber auch erst nach dem Video aufgefallen. Die hält einfach den Schwung länger. Bei der Essence habe ich, glaube ich, wirklich, dass die schneller wieder runterfallen. Genauso wie bei der schwarzen L'Oreal, die ich so liebe. Jetzt rede ich schon ewig lange über diese Mascara. Aber das war mir noch wichtig zu sagen. Also ich meine, dass der Schwung mit der hier besser gehalten wird. Wenn das jetzt tatsächlich auch stimmt, dass die Wimpern davon besser wachsen. Yay, L'Oreal. Deo habe ich wieder aufgebraucht. Ich habe mir mal dieses gekauft, das Active Shield. Das war auch okay. Ich habe meinen Arzt auch gefragt, ob das wirklich stimmt mit diesen Aluminiumsalzen und so. Und er sagt, es gibt solche Studien, es gibt solche Studien. Also es gibt tatsächlich auch Studien, die das widerlegen, dass hiervon irgendwie Krebs ausgelöst wird. Hallo? Er meinte, ich kann das ruhig benutzen. Das Einzige, worauf man vielleicht ein bisschen achten sollte, ist, dass man nicht frisch rasiert ist, weil dann natürlich das Zeug schneller in die Haut eindringen kann. Aber ansonsten hat mein Arzt, der sich ja tatsächlich damit auskennt, zwei Ärzte mittlerweile sogar. Eine Ärztin hat sich speziell mit diesem Thema auch beschäftigt, weil eine ihrer besten Freundinnen an Brustkrebs erkrankt ist. Und die hat mir auch gesagt, das ist halt Blödsinn. Also es gibt mittlerweile wohl tatsächlich Studien, die das widerlegen. Dieses leider so teure Zeug habe ich auch aufgebraucht, das Urban Decay Quick Fix. Das ist ein Hydra Charged Complexion Reps Priming Spray. Oh mein Gott. Und da ist Niacinamide drin. Niacinamide ist auch in einem der The Ordinary Produkte enthalten. Das heißt sogar Niacinamide irgendwas. Das macht, dass man nicht so schnell nachölt. Ich benutze das gerne und ich liebe diesen Duft. Das hat einen Kokosnussduft. Den mag nicht jeder, aber ich mag den. Und ich finde, das riecht großartig. Ich habe mir auch ein neues gekauft. Mit Gutschein. Und benutze das neue aber auch nicht jeden Tag. Und wirklich nur zwei oder drei Spritzer. Und ich liebe das. Ich finde das ganz, ganz toll. Wir haben noch ein bisschen Gesichtspflege. Diese Creme von Nivea habe ich auch gebraucht. Die Cellular Perfect Skin. Getöntes, perfektionierendes Fluid mit Lichtschutzfaktor 15. Hat diesen Pumpspender hier. Wurde mir empfohlen von Nut Makeup. Kennt ihr bestimmt alle. Ich finde die schön auf der Haut. Die fühlte sich gut an. Die macht auch ein schönes Hautbild. Die ist ganz, ganz leicht getönt. Nicht zu viel. Und wie gesagt, macht ein schönes Hautbild. Und meine Haut fühlte sich wirklich gut an, nachdem ich die benutzt habe. Ich habe jetzt aber auch von Octoly diese Estée Lauder Daywear zugeschickt bekommen. Von M. Asam habe ich ja auch eine getöntes Tagescreme, deswegen bleibt die erstmal weiterhin. Und diese Augencreme habe ich auch leer gemacht. Die Vitamin E Augencreme von The Body Shop. Ich bin ziemlich gespannt. Eigentlich fand ich, ich habe immer gedacht, die kaufe ich mir nie wieder. So gut ist die nicht. Die war von der Konsistenz ja auch ein bisschen seltsam. Wenn ich die so auf meinen Finger gemacht habe und dann das so verteilen wollte auf beiden Fingern, damit ich es unter die Augen gehen kann, war die so ein bisschen mußig. Also die hat sich so ganz komisch geteilt. Aber jetzt ist die leer und ich habe dann jetzt die neue von M. Asam mal drauf gemacht. Habe ich die halt drauf gemacht? Hier habe ich etwas anderes drauf gemacht. Und da war ich unter den Augen direkt viel trockener. Also ich war erschrocken, weil ich gedacht habe, M. Asam, voll geil und so. Aber das war auch die leichtere von den beiden. Ich habe mal noch einen Eye Balm von M. Asam. Da muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich die doch nachkaufen. Aber ich habe jetzt erstmal was von Rossmann, was mir ebenfalls die liebe Petra, die mir auch die Wimpern geschickt hatte, zugeschickt hat. Und werde mal gucken. Ich glaube, die von Rossmann ist ein bisschen reichhaltiger als die von M. Asam. Schon vor einer ganzen Weile, ich meine, ich laufe jetzt schon ganz schön lange mit dieser Platte rum, ist mein Big Shampoo von Lush leer gegangen. Ich habe das geliebt. Und ich habe wirklich zugesehen, dass ich das leer kriege, bevor mir die Haare ausfallen, weil sich das ja auch nicht so lange hält. Und wenn ich wieder Haare haben werde, dann werde ich es mir auch bestimmt wieder mal kaufen. Das macht eure Haare richtig gut sauber. Es riecht ganz fantastisch. Es ist nur leider teuer, aber man benutzt das ja auch nicht jeden Tag, sondern höchstens einmal pro Woche. Manche benutzen es zweimal die Woche oder alle 2 Tage. Also ich habe es wirklich höchstens einmal pro Woche benutzt. Manchmal habe ich eine Woche ausgelassen. Also ich bin damit schon echt lange ausgekommen. Noch was aus meinem Adventskalender. Das Balancing Shower Gel
von Ritual of Ayurveda. Ich meine, das ist das gleiche wie die Handcreme, die ich so mag. Riecht auch genauso fantastisch. Habe ich gerne benutzt, aber ich kaufe mir einfach nicht so teure Duschgels. Deswegen will ich es mir wohl eher nicht nachkaufen. Wie gesagt, es roch toll, es ist ein schönes Produkt, aber ich kaufe mir einfach nicht so viel so teure Duschgels. Hier haben wir noch eine Sheet Mask, die hätte ich jetzt fast übersehen, von Dr. Jart. Ich glaube, die habe ich auch irgendwann mal bei Douglas bestellt. Es muss aber auch echt schon Monate, wirklich Monate her sein. Ich weiß nicht mal mehr. Die Soothing Hydra Solution. Ja, das war die, die so gestunken hat. Riecht so ein bisschen nach Kaugummi. Ich kann das nicht festmachen, was das ist. Steht auch nicht drauf. Also, dies ist keine Medizin. Ja, das steht natürlich drauf. Also riecht so ein bisschen wie Minzkaugummi. Ich fand auch nicht, dass die was gemacht hat auf meinem Gesicht. Und ich habe keinen Effekt gesehen. Ich würde mir die nicht nachkaufen. Also schon alleine, weil die so komisch riecht. Eyeliner. Ich habe hier einmal den von Maybelline. Den Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 Stunden in 01 Black. Da ist auf dem Boden noch so ein bisschen schwarze Schicht drauf, aber ich habe da schon so auf das Inglot Duraline drauf gekippt, dass ich einfach jetzt wirklich, als da wirklich nur noch so wenig drin war, gesagt habe, nein, das tust du dir jetzt nicht mehr an. Ich hatte mir schon eine Weile vorher, als ich gesehen habe, der neigt sich langsam dem Ende zu, einen neuen gekauft, den gleichen. Der ist jetzt in Benutzung, der geht weg. Und beim Rumräumen in meinen Schubladen ist mir noch der in die Hände gefallen. Ich weiß, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Milani iTech Liquid Eyeliner. Ich glaube, den habe ich mir damals gekauft, weil Rebecca Flöter den so empfohlen hat. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Der war aber auch ganz, ganz schlecht. Der war richtig schlecht. Also, der geht jetzt in den Müll. Der Löscher ist alle. Ich habe zum Glück noch zwei. Ich hatte noch ein Backup, was ich völlig vergessen hatte. Dann hatte ich mir den von Catrice gekauft, den ich nicht mag. Dann hat mir Petra einen zugeschickt. Petra, Wimpern und so. Zwei Tage später, glaube ich, habe ich mein Backup gefunden. Ich mag den. Ich finde den voll gut. Und in Amerika sind neue Farben davon rausgekommen. Neue Nuancen. Ich hoffe, die kommen auch zu uns. Aussortiert habe ich den hier. Der riecht nicht mehr so gut. Wenn ihr euch an diese LE auch erinnert, das ist schon sehr, sehr lange her. Die Farbe ist super schön. Das ist übrigens ein MAC Lip Gloss in der Farbe On The Scene. Den schmeiße ich nicht weg. Ja, ich glaube nicht, dass die den annehmen für Back to MAC, weil da muss man, glaube ich, mal das ganze Set abgeben und nicht nur einen aus dem Set. Ich meine, ich hatte mindestens eine Farbe davon verschenkt. Also ich bin mir nicht sicher. Ich denke, dass man, dann müsste ich das ganze Set abgeben für Back to MAC. Und das habe ich nicht mehr. Aber die Farbe war schön. Und ich habe wieder einen Beauty Blender, der, ich könnte den noch benutzen, glaube ich. Also der ist schon ganz schön ramponiert, da sind Risse drin und alles Mögliche. Und der war mal rosa, also eher rosé. Das war so ein Pastel Edition, die gab es bei Douglas, da gab es auch einen mintfarbenen und so. Das ist auch schon Monate her. Ich habe den aber auch überhaupt gar nicht gerne benutzt. Der war anders als der schwarze. Mal davon abgesehen, dass der jetzt diese komische Farbe hat, anstatt dieses hübschen Rosetons, den er hatte. Der wurde irgendwie größer. Die Spitze war nicht so schön wie bei dem schwarzen Beauty Blender. Ich weiß nicht, der fühlt sich anders an. Also ich habe sowieso in letzter Zeit festgestellt, dass die Qualität bei Beauty Blender in der letzten Zeit sehr schwankt. Also ich habe zum Beispiel einen schwarzen gehabt, den mochte ich super gerne. Und jetzt habe ich einen schwarzen, der ist viel schneller kaputt gegangen und weiß ich auch nicht. Fühlt sich auch anders an. Ich habe keine Ahnung. Mal verloben? Ich hole mir mal eben eine Schere und dann schneiden wir den mal wieder zusammen auf, oder? Ich versuche es heute mal ein bisschen. Letztes Mal habe ich sehr hoch geschnitten, ne? Ich versuche es mal ein bisschen mittiger und ich habe echt tierische Angst, mir den Finger zu schneiden. Wow! Von innen ist er richtig weiß. Ja, also da geht auf jeden Fall auch. Da ist nichts reingegangen an Foundation oder so. Wieder einmal bewiesen, dass die Dinger die Foundation nicht schlucken. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich versuche ja, meine Beauty-Videos zwischendurch auch nochmal einfließen zu lassen. Ich weiß, die kommen jetzt nicht mehr ganz so wie vorher, aber die werden ja eh nicht so geklickt. Von daher wird das wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Aufgebaut-Videos gibt es ja eh nur einmal im Monat von mir.
Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eins der Produkte auch habt, wie ihr das findet, ob ihr da meiner Meinung seid oder ob ihr komplett anderer Meinung seid und sagt, was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Es interessiert mich auf jeden Fall. Und nun werde ich das Video beenden und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.